Darf ich wieder steuern? Das wär, ah ja, darf Run ich. for your lives if you can. Er möchte doch bestimmt den Speer haben, nicht? Okay. Dann machen wir bei Run for Gelegenheit your das. lives if you can. Quatsch mich nicht voll, Dude. Stell die Leiter hier hin, steck dir den Speer in den Arsch. Wir gehen erstmal hier hin. Nee, gehen wir nicht. Wir gehen erstmal hier hin. Gehen wir hier hin. Tun wir den Bernstein hier rein und machen den mal klein. Dann schütten wir die ganze Suppe da hinüber. Dann haken wir das ab. Die Leiter sieht perspektivisch auch nicht ganz so vertrauenswürdig aus. Doch, doch, das muss so. Dann kochen wir den Shit auf. Aber da müssen wir garantiert erst, oder? Kann ich was machen? Ich habe keinen Cursor. Achso, das kondensiert jetzt einfach da rein, okay. Oh, schon fertig. I hope this helps. Ich hoffe nicht. Lässt er erstmal einen Schlüssel fallen. Isaac was right. No medicine could help you. Be strong, my love. I must go and find a way to remove your curse. Nazir will look after you while I'm gone. Aber Hauptsache hat den Schlüssel fallen lassen. Wofür auch immer. Was können wir uns jetzt hier angucken? Das ist immer noch der Tisch, okay. Dass das Kästchen so wackelt, finde ich schon. Gut, vielleicht holen wir erstmal die Lady mit der Leiter ab. Ich denke, das ist erstmal so der Plan. There. Be careful. Er hat jetzt auch nur so eine Stunde auf dem Dach gewartet. Thank you, stranger. I'm Jenny. Come with me. It will be safer that way. No. My daddy must be looking for me. I'm Anna. I live right around the corner. Mm-hmm. Thank you so much for your help, but I want to go home. Goodbye. Woo, see ya. Cool, können wir jetzt aufs Dach hoch? Nein. Total unauffällig. Ihr Vater oben sieht dann auch gar nicht, dass wir da reingehen. Wir können aber noch nach rechts weitergehen jetzt. Das ist neu. Gott, das Auge von Mordor. Leute haben den Durchgang blockiert. Sie können den Hafen erst erreichen, wenn die Stadt frei von Monstern ist. Okay. Was können wir denn hier eigentlich noch mitmachen? Ob uns der Schrotthaufen noch was sagen will? Hm. Run for your lives if you... Daddy, please help her. She saved me from the monsters. What are you doing here? You don't know anything. The Dark Prince saved you, not her. Get back to your room now. Even if you save the city, you won't change your destiny. You will never defeat the Dark Prince. Okay, bye.
Aber wir dürfen jetzt schon in deinem Palast rumlaufen, ja? Das ist okay, das stört niemanden. Diese Geheimtür hier offensichtlich. Hat übrigens in der letzten Stunde mal jemand so ein Morph-Objekt gesehen? Uns fehlen da noch echt viele. Was? Können wir hier schon was machen? Vermutlich nicht. Wahrscheinlich müssen wir erst 6 Skarabäen finden oder so. Oder 48 Perlen. Ich kann auf jeden Fall nichts anklicken. Was macht dieser Affe eigentlich? Der ist jetzt einfach nur da, oder? Also ist halt so for the lulz. Wir können mal gucken, ob wir jetzt, wo wir den zweiten Palast haben, also den zweiten Stein, ob wir... Nein, hier können wir halt immer noch nicht weitermachen. Ich habe 5 Münzen, ich will damit was machen. Ja, schade. Okay, da oben kommen wir nicht weiter. Ah, da kommen wir aber hin und da unten können wir dann auch hin, offenbar. Ah, guck mal, hier sind Skarabäen. Die Schale können wir nicht mitnehmen? Okay. Wir müssen 6 Skarabäen finden. Wer konnte damit rechnen? Fett. René, vielen, vielen Dank. 34 Monate, Mann, das sind fast 4 Jahre. Dankeschön. Unglaublich. This is Will's room. Looks like he was staying here. Das ist Wills Zimmer? Warum hat Will in... Was? Was? 3 Jahre? Nein, nein, das sind fast 4 Jahre. Oh, okay. Und hierfür brauchen wir Wills Schlüssel. Ich verstehe. Und da haben wir jetzt einen Skarabäus. Oh, hier ist noch so eine Münze. Hier ist noch ein Skarabäus. Solarzellchen, es ist einfach ein Meme. Ich kann schon rechnen. Aber es ist völlig egal, ob es 4 oder 34 Monate sind. Es sind fast 4 Jahre. Aber ist okay. Musst du nicht wissen. Schon in Ordnung. Haben wir jetzt alles aus der Kiste? Ich bin mir nicht sicher. Hier haben wir noch einen Skarabäus. Dann haben wir... Der aber offenbar nicht dazu... Was? Ah ja, wir nehmen jetzt mal den Hammer mit. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Feuerkristall. Das ist schon mal viel wert. Ja. Ach nee. Ich dachte, es wäre ein Morph-Objekt, aber wir haben ernsthaft Seil mitgenommen. Münze? Ist okay. Gib mir bloß keine ganzen Sätze, damit ich weiß, was du meinst. Auf dem Tisch. Ja, die habe ich mitgenommen. Oder waren da 2? Ah nein, da ist noch eine. Habe ich die nicht angeklickt? Oder waren da ernsthaft 2? Vielleicht habe ich auch daneben geklickt, keine Ahnung. Dachte, ich hätte sie gesehen. Oder mitgenommen gesehen, hatte ich sie wohl. Gut, wir haben ein Seil und einen Hammer. Und eine Laterne. Und 6 Skarabäen. 6 Skarabäen sind doch erstmal ein Deal, um hier irgendwas zu machen. Gut, gib mir die Anleitung. Klicken Sie, um ein Seil zu greifen, und ziehen Sie es dann auf die farbige Kachel. Klicken Sie erneut, um es loszulassen. Das Ende des Seils sollte auf der Fliese enden. Der Kreis sollte auch auf der Kachel enden. Drücken Sie den farbigen Knopf, um...
Okay. Ich weiß noch nicht, wo ich damit hin muss. Okay, ich hab's verstanden. Wie kann ich das zurücksetzen? Ich meine, ich habe mich doch hier schon locker verbaut, oder? Kann ich das? Ah, so, okay. Gut, geht das automatisch in die Richtung, wo es hin soll? Okay. Das heißt, ich muss halt überhaupt nicht darauf achten, was ich hier tue. Sondern kann das halt einfach. Wo ist denn jetzt die lila Schnur? So, jetzt sind die jeweils auf dem Punkt. War das nicht der Deal? Ach so, okay, ich hab's verstanden. Die Schnur muss auf dem Dings hier enden. Ah, oh, leck mich fett, okay. Okay. Jetzt hab ich, es hat ein bisschen gedauert, aber ich hab es verstanden. Oh, das funktioniert so gar nicht, das ist ja ungünstig. Kann ich damit auch diagonal gehen? Nee, kann ich nicht. Aber warte, kann ich das? Okay. Das ist halt richtig stumpf. Und weil es so schön war, machen wir das jetzt nochmal. Wie soll ich die denn kreuzen? Also vielleicht muss ich das gar nicht. Aber jetzt komme ich hiermit nicht mehr weg, ne? Nee, okay. Kann ich? Oh Gott, die Steuerung ist auch ein bisschen frickelig, ne? Okay, das ist schon zu weit. Spannend. Das ist so richtig. Kann ich hier vorbei? Okay. So, dann muss grün. Aber grün kann ich ja, wobei, das können wir jetzt wahrscheinlich einfach so machen. Okay. Und nochmal, weil es so schön war. Oh, wir müssen das 6-mal machen, ne? Weil das sind 6 Skarabäen. Oh, please no. Ich weiß nicht, das ist irgendwie gerade so das Naheliegende. Ich weiß nicht, ob das, das macht total Sinn. Das ist easy. Oh, blau ist noch gar nicht da, wo es hingehört, und grün auch nicht. Shit. Es ist nicht easy. Fuck. Ich dachte, das hätte schon total gepasst. Gosh dang it. Ah,
das muss so sein, oder? Das Problem ist, so kann ich mich einfach nicht weit genug bewegen. So, aber das geht halt auch nicht. Ja, dann kommen wir mit Lila halt nirgendwo mehr hin. Wir könnten das theoretisch so machen, aber dann kommen wir an Lila nicht mehr ran. Also dann... Oder? Warte mal. Rot müssen wir jetzt so machen, aber dann geht Grün halt nicht mehr. Und dann ist mit Grün halt nämlich Schicht. Grün können wir dann nicht weit genug bewegen. Da kommen wir so halt nicht hin. Bei Lila hoch links hoch rechts geht nicht. Hoch links hoch rechts ist nicht. Also du kannst einen Weg nicht zweimal belegen. Aber dann führt keiner mehr zu Rot. Nee, das kann so nicht. Lila ist da irgendwie falsch und Blau ist so auch falsch. So. Aber dann haben wir für Blau wieder nicht genug. Dann kommen wir, wir müssten halt irgendwo noch... Gosh dang it. So, das ist jetzt hübsch, aber dann ist jetzt halt Sense. Crap. Muss das bestimmt in der... Muss man das in der... Nee, die Reihenfolge sollte eigentlich egal sein. Blau außen lang und dann den zweiten rechts unten zweimal verwenden. Es ist halt einfach, ich habe keine Ahnung, was du meinst. Blau außen lang und dann so. Das funktioniert. Okay.
Mussten wir das jetzt nur einmal machen? Oder, ne, wir müssen das jetzt schon nochmal machen, ne? Ah, goodness. Yeah, okay. Shit, das ist einer zu wenig. Aber das geht. Das geht. Nee, geht nicht. Shit. Aber blau außen lang klingt irgendwie sinnig. Alter, grün muss halt auch super den Umweg fahren. Grün kann dann halt locker mal... So. Das Problem ist, ich kann das hier nicht nochmal machen. Das muss ja eigentlich immer Seitenverkehr, also halt immer... Ja, aber dann kommen wir nicht mehr zum Blauen. Oh, hätte dreimal nicht gereicht. Müssen wir das sechsmal machen? Ich finde das echt unnötig. Lila links, hoch, rechts, hoch. Links, runter, links, runter. Wow, das sieht gut aus. Können wir das gleiche mit Blau auch? Ne, warte mal. Grün hat den langen Weg. Ja, jetzt Blau außen lang, das habe ich verstanden. Die Sache ist, wir müssen das nur auf der anderen Seite auch machen. Aber das können wir, glaube ich, einfach so. Ach, shit, ne, warte. Doch, das geht. So. Oh, wow.